haben es geschafft. Das ist aber schön, dass wir das geschafft haben. Vernichtet einen Kalthafenwächter. Sprecht mit Lyris. Ja, das können wir doch gleich mal machen, mit Lyris sprechen. Ich frage mich, warum habe ich jetzt gerade nur noch 30 Frames? Kommt! Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Okay, dann würde ich mal sagen, let's rock and roll. Wer ist das denn? Jarden, zum Interagieren F gedrückt halten. Drückt M, um eure Karte zu öffnen. Aha, das ist also unsere Karte. Aber ich kann hier irgendwie nicht ran. Ach doch, Zoom. Funktioniert super, der Zoom. Bin ich ein Fan von, wie das gerade funktioniert. Und schon ist er auch schon verschwunden. Das ist ja toll. So, da oben hatte ich 30 Frames und hier habe ich jetzt wieder 60. Das ist natürlich... Da will er mich verarschen? Warum läuft er die ganze Zeit vor mir rum? Okay. Gucken wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, gleich zu einem Flammenatronarch zu gehen. Hä? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wer ist das da? Der will nicht mit mir reden. Stirb, Flammenatronarch! Alter, krass, wie ist die denn drauf? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so gut drauf ist. Okay, ich sollte jetzt auch nicht jeden Scheiß unbedingt immer einsammeln. Kann ich hier auch Drachenschreie lernen, wie bei Skyrim? Eine Truhe, was haben wir denn da drin? Ein Ahornbogen, geil, endlich unsere erste Fernkampfwaffe. Da hinten sehe ich noch zwei Flammenatronarchen kämpfen und ich muss erstmal... Diesen wunderschönen Moment muss ich erstmal kurz festhalten hier. Das sieht einfach so geil aus hier, das muss ich einfach mal so sagen. Okay, Flammenatronarch. Die Fresse kannst du haben. So, Rang 2 bei Durchstoß erreicht. Ach so, das war jetzt gerade also der Durchstoß. Alter, was macht die denn? Kann ihr mal bitte auf mich aufpassen? Bin fast tot. So, das Gold will ich natürlich noch mitnehmen. So, jetzt muss ich mal kurz im Inventar gucken. War das hier mit den... Ach nee, das war C. Wir haben keine Attributpunkte. Das ist natürlich schade. Und ich werde jetzt erstmal eine andere Waffe ausrüsten, weil ich möchte mich nämlich gerne mehr auf... Zweihandwaffen spezialisieren. Ist das eine Zweihandwaffe? Ja. Okay. Schließen. Zweihandwaffen sind mir nämlich eigentlich persönlich lieber. Scheiße, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch meine Lebensenergie ist. Ich will nicht, dass der mich gleich umbringt. Habe ich irgendwie was, was mir Lebensenergie zurückbringt? Alter, greif mir nicht an, Mann! Kackflammenatronarch. Alter, krass. Ich bin fast tot. Was? Was? Hier möchte ich wiederbelebt werden. Ihr könnt euch an einem Wegschrein in eurer Nähe wiederbeleben. Toll, geil. Zweite Folge und ich bin schon gestorben. Das funktioniert super. So, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich soll... Hier gibt es zwei verschiedene... Achso, das ist die hier. Und ich muss irgendwo da hinten hin. Okay.
Dann mache ich das nochmal. Ich sollte vermutlich nicht gegen so viele Atronarchen kämpfen. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Könnte ich vermuten, aber der hier scheint verwilderter Berauber. So. Die Wächter sind untereinander verbunden. Ja, ich will jetzt nicht mit dir reden, ich wollte ihn hier beplündern. Wow, ein Gold, kann ich mir richtig viel von leisten. Maisbrei, was will ich denn damit? Brauch kein Maisbrei. So, haben wir hier irgendwo vielleicht ein Kistchen zum Plündern? Nein, schade. Aber hier haben wir einen zum Angreifen. Immer schön auf den Kopf drauf. Das mögen die Leute. So. Was haben wir denn hier oben Schönes? Ach, von hier bin ich, glaube ich, gekommen. Na, großartig. Da bin ich ja richtig gelaufen. Scheiße. Wir gucken uns natürlich erstmal hier überall ganz genau um. Denn ich möchte natürlich auch so viel wie möglich Erfahrung sammeln. Wo ist da hinten so ein Flammenatronarch? Da muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Denn ich glaube, der wird mich töten. So, Heiltränke fände ich mal nicht schlecht, wenn ich welche hätte. Aber die werde ich wahrscheinlich erst später finden. So, von da komme ich ja jetzt, sollte ich den Flammenatronarchen eventuell angreifen oder auch nicht? Nein, das hat der schon für mich erledigt. Schön. Da freue ich mich, ja. Ah ne, die ist ja freundlich gestimmt. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Finde ich den Kalthafenwächter. Wo ist der? Wo ist denn der Kalthafenwächter? Jetzt sag mal nicht da oben. Stirb, Flammenmatronarch! Ha, hab ich dein Gold geklaut. Haha. So, wie komme ich denn jetzt... Wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Da führt doch kein Weg hoch. Stirb, vermaledeiter Flammenatronarch. Feuersteinmagaschen. Ah, geil. Rüstung. So, Rüstung, 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 Rüstung. Gibt es da jetzt einen Unterschied? Ah ja, Tatsache. Okay. Die geben mir schon mal immerhin ein bisschen Schutz. Da freue ich mich. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie komme ich zu dem Kalthafenwächter? Hier sehe ich eine Brücke, ich muss irgendwie nach da oben kommen. Schnauze! So, immerhin kriegt man dadurch ein bisschen Gold. Nicht zu nah an den Atronarchen, nicht zu nah an den Atronarchen, nicht zu nah an den Atronarchen. Was bist du denn? Verwilderter Beraubter! Lass mich bloß in Ruhe. So, ich glaube, hier laufe ich richtig. Ich bin mir allerdings da noch nicht ganz so sicher. Doch, müsste richtig sein. Okay, mit Leertaste kann ich auch hüpfen. Okay. Scheiße, da oben ist schon wieder so ein Flammenatron. War ja klar, dass der hier auftauchen muss. So, Rang 2 bei zweihändig erreicht. Freut mich. Hallo, Flammenatronarch.
Wow, voll daneben geschlagen, ich voll Idiot. Alter, die mit ihrem Zauber, die fügt mir jedes Mal Schaden zu, diese dumme Schlampe. Entschuldigung für den Ausdruck. Ach, guck mal da, ein Auge. Hübsch. Dieser Pfeil erinnert mich irgendwie an Thief, da sah er fast genauso aus. Und dich soll ich angreifen? Du wunderschönes Auge, das du bist. Och, schöne blaue Augen hat er. Das muss man ihm schon lassen. So. Ja, wenn ich jetzt einfach bloß hier mit E zerstören muss, dann ist das ja keine große Sache. Erreicht die Zelle des Propheten. Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Okay, wo ist denn die Zelle des Propheten? Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Wage es dir ja nicht schon wieder irgendeinen Zauberspruch anzuwenden. Ach nee, das ist der Flammenatronarch, der explodiert. So, wo muss ich denn hin? Ah, verwitterter Raub da. Lass mich in Ruhe! Stufenaufstieg! Yeah! Okay, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Nicht, dass das Auge wieder anfängt zu glotzen da oben. Da renne ich mal kurz ein bisschen. Wo soll ich jetzt... Ach, ich soll jetzt wieder zurück? Sprecht mit Lyris. So kommen wir nie hinein. Ja, bleib mal locker. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Okay, lass uns diesen Catwell suchen. Er sollte ja nicht so weit weg sein, wenn er gleich hier unten am Fluss ist. Zum Inktar agieren gedrückt halten. Aha. Freund hinzufügen, Spieler melden. Achso. Abbrechen. Ja, gut. Dann suchen wir doch mal diesen Catwell. Der muss sich ja hier irgendwo befinden. Da sitzt er ja schon. Mit der Laute am Feuer sitzt der Catwell. Ach, das ist ja wunderbar. Und hat einen Ingolenzenbart. Wie geil. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Klause des Propheten zu gelangen. Die Tür ist jedoch verschlossen. Oh je, oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Das werden wir tun. Und danke, Ingenso Lenzen, mit dem Kinnbart. Viel Glück.
Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ja, aber erst möchte ich noch wissen, woher kennt ihr Lyris? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheoporats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Hm. Was wisst ihr denn über den Propheten, alter Mann? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch Yharam ist nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Vermutlich, davon ist auszugehen. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Ja, da hast du wohl recht. Und jetzt erzählt mir doch mal etwas von euch, Sir Catwell. Ich möchte euch besser kennenlernen. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebäse von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Ach so, er ist schon fertig. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Entschuldigung, wie lange seid ihr schon hier unten? Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Hm, könnte sein. Aber du siehst ja kaum was durch den Topf auf deinem Kopf. Okay, wir müssen jetzt irgendwo durch ein Tor gehen, wo ich allerdings nicht gerade weiß, wo das sich befindet. Da hinten haben wir nochmal einen Flammenatronarch. Wir sind eine Stufe aufgestiegen, das heißt, wir werden mal schnell einen Punkt vergeben, und zwar auf maximales Leben oder nochmal Ausdauer. Ich glaube, wir machen nochmal Ausdauer,